Heute zu Gast im Kochsalon Marcel Warnitsch, Haubenkoch aus dem Cuisino Felden. Der Herr Warnitsch hat nicht nur sehr viel gute Laune mitgebracht, sondern auch wahnsinnig schöne Kärntner Fische. Und aus denen werden wir heute was machen? Wir machen ein à la minute Segediner Krautfleisch, aber mit Fisch. Wo kommen die genau her? Die sind aus einer Gebirgsquellzucht von Markus Bayer in Kärnten. Mhm. Das ist da in Burgtal oben. Okay. Und haben wir die Goldforelle mitgebracht, dann die Kärntner Lachsen und eine Bachforelle. Und der Kärntner Lachsen, was ist das Besondere daran? Das Besondere ist daran, dass er ausgestorben war und dass es einigen Fischzüchtern gelungen ist, diese Form wieder rückzuzüchten. Sehr gerne, wie er zärtlich die Fische streichelt. Das ist einfach, wenn man das anschaut, das schaut im Endeffekt aus, wie man das gesagt hat, ein bisschen fast wie auf die Malediven, ganz besonders gezeichnete Fisch oder eben wie ein Tiger, Leopard. Und das ist natürlich die Farbe, dieser Grünstich mit den bunten Punkten, die typische Bachforelle. Und geschmacklich gibt es da auch große Unterschiede? Die Fische sind alle gleichwertig hoch in der Qualität, weil sie in ganz kaltem Wasser heranwachsen. Das heißt, die Kärntner Lachsen braucht ungefähr ein Jahr bis eineinhalb Jahr länger, als wenn sie im Tal herumgezüchtet würde. Zum Fischfiletieren ist es ganz wichtig, dass am Brett ein Tuch draufgelegt wird. Ich fange einfach mit der Kärntner Lachsen an. Ja, weil sonst riecht das Brett dann, oder? Nein, nicht einmal das Brett, sondern der Fisch hat natürlich eine Schleimschicht oben. Ja. Ich habe es ein bisschen abgetupft, aber wenn man jetzt das umdreht, dann sieht man diesen Schleim und da fährt der Fisch fährt dann da spazieren. Und dann kann man keinen ordentlichen Schnitt machen. Wenn Sie die Fische weiterhin so streicheln, ist die Schleimschicht auch nicht weg. So, im Endeffekt schneidet man hier noch hinter den Kiemen schräg rein, dreht das Messer um. Okay. So, das ist einmal der eine Streich, dann dreht man den Fisch um. Und den Fisch immer so zusammenlegen, entweder nebeneinander, sonst immer Fleisch an Fleisch, niemals so drauflegen. Warum? Weil auch die Forelle hat natürlich Schuppen und das ist ganz schlecht. Ja. Man muss einfach das Gefühl haben, dass jetzt das Messer da an der Gräte fährt. Ja. Das ist alles Übungssache. Okay. So, wir machen jetzt Folgendes. Jawohl, wir machen immer das Kraut. Ich hab's irgendwie gespürt. Im Endeffekt machen wir nichts anderes als schneiden. So grob. So grobe Würfel. Das heißt auch hier wichtig, gerade bei sowas Schnellen, was man nur so abdreht, vorher alles schneiden, alles fertig machen, damit man dann keinen Stress mehr hat, wenn's, dann muss es zack, zack gehen. Ja. Jetzt machen wir diese Krautdinger da fertig, das Segediner, gell? Und dann essen wir's. Und dann, und das ist dann so drinnen, das ist einfach fix fertig und dann kommt der Fisch, den ziehen wir dann die Haut ab und dann schneiden wir den in so Schnitzel und die Schnitzel legen wir oben auf, tun Deckel drauf. 10 Sekunden den Deckel auf und der Fisch ist fertig. Fertig. Was kommt jetzt als erster rein? Speck, die Außenzwiebel, dann kommt gleich ein bisschen das Chili dazu und sofort das Kraut drauf und das geht dann zack, zack. Und dann wird das Ganze gewürzt, Kümmel, also Salz, Pfeffer, Salz, Pfeffer. Da habe ich grobes Salz. Pfeffer, Kümmel. Dann kommt ein bisschen von, das ist nichts anderes als wie von den Paprika, gell? Ja. Sie haben das jetzt so super geschnitten, dass keine Abschnitte sind, gell? Ja, aber die Abschnitte auch klein gemacht. Bei mir, die tun das immer auf die Seiten und aus denen wird so ein Paprikamark gemacht. Das ist nichts anderes als wie zusammengedünstet und im Durmix püriert. Mit Wasser gedünstet oder in Öl? Mit ein bisschen Wasser gedünstet. Okay, also einfach nur Paprika. Nur das ist reines Paprikamark Natur. Das kommt ein bisschen rein, ein bisschen Fischfond dazu. Das wird einmal aufkochen lassen, einmal durchrennen, das ganze Kraut. Dann ist das ganz schnell fertig. Kosten, ob schmeckt, zack, Fisch auf und vorher noch die Kartoffeln drunter. Machen wir schon mit dem Kraut drauf. Das Paprikapüree. Genau. Das geben wir mal ein bisschen dazu. Dann fahren wir gleich mit ein bisschen Fisch vor rein. Den Rest macht dann das Saft vom Kraut. Jetzt kommt der Paprika rein, noch, der frische. Ja. So, der ganz zum Schluss, weil der sollte natürlich noch ein bisschen knackig bleiben. Knackig sein, ja. Achso, wir sind schon im Finish. Dann sind wir schon ganz schnell da, ja. Okay. Die Kartoffeln kommen dann schon. Ja. Hautabziehen vom rohen Fisch ist jetzt auch nicht unbedingt einfach. Ist nicht einfach, ja. Scharfes Messer wieder. Scharfes Messer da hinten so 1 cm, 1,5 cm einlassen. Und dann
jetzt muss man das wirklich mit Gefühl machen. Man soll nicht direkt ganz auf der Haut sein. Man darf auch nicht natürlich zu viel Abfall haben. Ja, so, das ist also eine Gefühlsgeschichte, wo man mit so einem scharfen Messer, mit so einem flexiblen, geht passiert nichts. So. Wer will zu den Kosten kommen? Der seltene Moment. Wird schon nichts passiert. Passiert da nichts, da passiert, passiert nichts. So wie der Herr Wahnsinn schon darum geschleudert hat, schon so. Mit dem perfekten Sashimi. Ja. Kärntner Sashimi. So, das riecht man jetzt noch her da. Das ist im Endeffekt, kommt nur Sauerrahm, Salz, ein bisschen Zitrone. Wollen Sie noch mehr Zitrone? Das reicht. Ich habe noch. So, und jetzt lassen wir es noch einmal aufziehen. Und im Endeffekt ist es das. Herr Wanitsch, das ist Woltengurt. Ja, Woltengurt. Woltengurt. Danke. Bitte gerne.